Hallo und herzlich willkommen bei TasteUp.de. Mein Name ist Christian, Jens, Jay, Wolfram. Wir sitzen heute in Berlin und probieren Weltpremiere aus dem Hause Orma, den 12.1, einen Single Malt mit schottischem Torf geraucht, den wir euch nicht vorenthalten möchten. Wir sind ganz stolz darauf, weil vor uns hat ihn noch keiner probiert. Das ist eine Fassabfüllung mit 46%. Der wird irgendwann in den nächsten Wochen auf den Markt kommen mit 44%. Wir haben also den Prototypen am Start und den werden wir jetzt mal genau in Augenschein nehmen. Eine schöne, helle Farbe. Ja. Sonnengelb, hätte ich fast gesagt. Geht leicht ins Bernsteinfarbene. Macht ein schönes Schlierenbild. Ja. Mhm. Ja, dann lass uns mal die Rüssel ins Glas hängen. Ja, kräftig. Ein bisschen phenolig. Auf jeden Fall. Schon eine leichte Schärfe, leicht bissig in der Nase. Ich hätte mehr Rauch erwartet. Ja. Keine Fruchtigkeit in der Fruchtigkeit Nase. Auch Tannine nicht mehr. Auch mehr so bescheiden. Auch die Süße, wie sie jetzt die anderen Oma Whisky hatten. Kann ich nicht feststellen. Wir schauen mal, was der auf der Zunge und am Gaumen zu bieten hat. Erhebe mein Glas und sage ganz herzlich Prösterchen. Prost. 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 Jo. Kräftig. Schön kräftig, ja. Satte Holztöne. Aber eine leichte, malzige Süße, würde ich so umschreiben. Ein bisschen Rauch kommt zum Tragen. Ja, Eiche, Tannine. Tannine ganz eindeutig. Schöner Abgang. Ganz schön. Also geht schön langsam, kein weicher Whisky, sondern hat was zu bieten. Funktioniert gut. Wir sind ganz gespannt auf das Endprodukt und sind da schon neugierig drauf und hoffen darauf, dass wir auch da bevorzugt behandelt werden, vermute ich mal. Und ich sage an dieser Stelle schon mal Tschüss. Wir trinken jetzt noch gemütlicher aus, wünschen euch noch viel Spaß. Ich weiß nicht, welchen Whisky ihr heute trinkt und sagen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Verkostung bei TasteUp.de. Tschüss. Tschüss. Prost. 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 Fällt mir jetzt deutlich besser als vorher.